Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ihr seht schwer am Packen hier, weil es geht heute los und ihr wundert euch, was ist mit meiner Frisur los? Die sieht geil aus, ne? Ich war gerade duschen, hab mir die so nach hinten gekämmt. Sieht voll lustig aus, finde ich. Und es ist unser letzter Tag hier. Wir müssen um 11 Uhr hier raus sein. Das ist in ungefähr 1,5-2 Stunden. Und wir haben heute entdeckt, dass wir einen Kühlschrank im Zimmer haben. Da steht ein Kühlschrank unterm Safe. Es ist immer gut, sowas am letzten Tag zu entdecken. Boah, aber der Flughafen, der wird so geil. Ich freue mich schon richtig, dass der beste Flughafen auf der Welt seit 14 Jahren in Reihe zum besten Flughafen der Welt gekürt. Man kann so viel geilen Scheiß da machen. Und das wird heute richtig, richtig spannend da. Und wir haben auch richtig viel Zeit, den zu erkunden. Auf zum Flughafen! Aber erstmal Frühstück. Hier sind nochmal diese zweistöckigen Fahrradständer. Die kann man so rausziehen. Dein Fahrrad draufstellen. Ich glaube, die kippen auch, weil hier ist so ein Dings, aber ich bin zu blöd, das jetzt zu kippen. Deswegen lasse ich es einfach. So, jetzt haben wir noch 14 Stunden Zeit, bis unser Flieger geht. Auf geht's! Wow, du wirst einfach erschlagen von der Masse der Läden, die es hier gibt. Das ist größer als an jedem anderen Flughafen, den wir bisher waren. Aber wir suchen gerade erstmal so einen Infoschalter und dann einen Platz, wo wir die Rucksäcke einlagern können, weil wir keinen Bock haben, jetzt 14 Stunden mit den dicken, schweren Backpacks hier durch die Gegend zu eiern. Das ist ein bisschen unkomfortabel. Ulala, schaut mal, wir haben die Rutsche gefunden, weil Singapur hat die höchste oder längste oder größte Rutsche in einem Flughafen der Welt. Okay, die Rucksäcke sind wir gerade beim Left Baggage da hinter uns losgeworden. Jetzt sind wir frei und jetzt können wir uns hier mal endlich ein bisschen umgucken und dann gleich auch auf diese geile Rutsche gehen. Aber die ist wieder in einem anderen Terminal, weil wir gerade nach Terminal 2 rübergewandert sind und die Rutsche war in Terminal 3. Aber vielleicht gibt es hier in Terminal 2 auch eine Rutsche, wer weiß. Und ansonsten gehen wir halt einfach gleich nochmal rüber. Ist ja egal. Ja, Freunde, ich sitze hier in der größten Stinkfrucht der Welt, aber sie riecht zum Glück nicht so streng. Warum haben wir hier in Singapur eigentlich keine Stinkfrucht probiert? Der Patrick wollte uns doch einen Fünfer geben, wenn wir das machen. Aber wir haben gesehen, $6 gekostet hat. Wir haben die nur einmal gesehen in Chinatown, da hat die $6 gekostet. Da wäre das ganze Geld ja schon wieder weg gewesen. Aber wenn wir nochmal nach Thailand kommen, da gibt es ja ganz oft an so Straßenständen auch ziemlich günstig, dann probieren wir die auf jeden Fall mal. Oder vielleicht gibt es sie auf Bali ja auch irgendwo zu probieren. So, kleine Stärkung für zwischendurch. Der gute Float. Das Lustige ist, das Ding ist Medium und kostet $1,50. Aber das normale, also wenn man sich eine Fanta so holt, ohne Float, dann kostet schon die kleine davon $2. The Slide. Oh, es geht los. The Slide. Ah. Nochmal! Ich hab's noch nicht mal bis gut geschafft. Und dann gibt's noch bis nach cool, excellent and awesome. Wow! Gecheatet. So, das war unsere Zeit von eben, 24,4 Sekunden. Mal schauen, ob ich das unterbieten kann. Und los geht's. Yeah. Oh Gott. 21, irgendwas. Und jetzt kommt Annika. Weißt du, warum du so lange brauchst? Ha? Weil deine Zeit schon läuft, wenn du das Ding das erste Mal betrittst. Oh. Guck mal, jetzt hat die 13,17. Ist sie noch schneller als ich gewesen. Den haben
mal gesehen. Tja, Annika hat einen kleinen Schwächeanfall, jetzt muss ich die Arme schieben. Ja, Freunde, und jetzt bin ich der Boss. Auf geht's zur Spielhalle. Ich fühle eine göttliche Kraft durchströmt meinen Körper. Oh, ich bin geheilt! Was? Oh, jetzt hier. Irgendwie ist es ein bisschen zu teuer. Diese eine Maschine hat umsonst funktioniert, warum auch immer. Aber dann musst du dir für 5 Dollar noch was, so eine Karte kaufen und hast dann für 3 Dollar quasi 3 Spiele. Und das ist schon ganz schön teuer. Schreien kommt gleich. Was? Du konntest mich denn den Piloten machen? So, genug Spaß gehabt mit der komischen Maschine. Haben ganz viele Fotos uns geschickt. Mal schauen, ob ich die hier einblenden kann. Falls ja, dann blende ich die jetzt hier ein. Falls nein, dann nicht. Leute gucken uns alle schon ganz komisch an, weil wir in diesem Rollstuhl-Ding hier durch den Flughafen heizen und dann vor dem Automaten auf einmal einfach aufstehen. Oh Leute, wir haben ein Problem. Das Gratis-Kino und die Fußmassage-Automaten sind in der Departure-Halle und da muss man erst durch den Check-In. Aber der Check-In fängt erst heute Abend um 10.30 Uhr an und wir haben es jetzt so ungefähr 3 Uhr. Nein! Manche Sachen sind hier gar nicht so teuer. Nehmen wir doch mal zum Beispiel hier diese Lay-Stapelchips. Die kosten 3,40 Dollar. In Euro sind das 2,20 Euro. Und für einen Flughafen geht das echt. Und hier die Pringles kosten 2,70 Euro. Das sind 1,76 Euro. So viel würdest du in Deutschland, glaube ich, auch bezahlen für die Dose. Und das ist eine große Dose. Die kostet bei uns über 2 Euro. Oh, verkaufen! Und guck mal, hier gibt es Leibniz. Butterkekse oder ein kleiner Sack Reis für zwischendurch, falls du zwischen zwei Flügen mal Hunger kriegst. Nur Haribo. Haribo ist sehr teuer hier. Guck mal, 3,30 für so eine kleine Tüte Cola-Flaschen. Wir kommen ja aus der Nähe von Bonn und in Bonn ist eine Haribo-Fabrik. Glaube ich zumindest, dass das eine Fabrik ist. Auf jeden Fall, die haben da so einen fetten Laden, wo du direkt dir selber dein Haribo zusammenstellen kannst. Und das ist da super günstig. Zahlst irgendwie für das Kilo ein paar Euro. Und dann sind wir schon voll oft dahin und haben uns einfach so 2 Kilo Haribo für 10 Euro oder was mitgenommen. Richtig geil. Boah, da freue ich mich auch drauf, nochmal richtig fett bei Haribo zu shoppen. Guck mal, ein Überraschungsei. Das ist der gleiche Junge wie bei uns. Ja. Ja. Aber hier kostet ein Überraschungsei oder Kinder Joy 1,80 Dollar. Ich weiß noch damals, da haben die glaube ich 50 Pfennig gekostet, als ich klein war. Und guck mal hier die Red Bull, die sehen ganz komisch aus, so klein und dick. Wie deine Mutter. Zeit für eine kleine Stärkung zwischendurch. Ein leckeres Tuna Sub von Subway. Da ist er. Der Entertainment Deck. Bereich. Da müssen wir noch einchecken und dann kommen wir da unten raus und dann können wir da hoch und da gibt's Kino und da gibt's Xbox zum Spielen und ganz viele coole Sachen und da sieht man schon so einen richtig nicen Garten und wir müssen immer noch 2 Stunden warten, bis wir da rein können. Na, wenigstens können wir schon das WLAN schnurren vom Departure-Bereich. Guck mal, die haben hier Rubik's Cubes für Blondinen. Der hat nur 2 Farben. Blau und eine Seite ist gelb. Simpsons Cookies für 6,80 Dollar oder 3 für 10 on Promotion.
Ist das Simpsons Milch? Das ist Simpsons Milch. Wann wird es endlich soweit sein, dass wir einchecken können? Es ist soweit! Auf in die wunderbare Welt des Flughafens. Auf ins Fitnessstudio. Ja, auf Kino haben wir noch keinen Bock, aber hier gibt es auch einen richtig schönen Sonnenblumengarten mitten auf dem Dach vom Flughafen. Musst du ja mal reinziehen. Da sitzt der Wachmann und ist sein Burger King. Also das muss man Singapur echt lassen. Hier ist super viel Grün in der Stadt. Ja, ich glaube, das spielen wir jetzt mal. Ja, war klar, die ganzen geilen Sessel sind belegt. Aber hier von den nicht ganz so geilen Sesseln sind zum Glück noch ein paar frei. Allerdings ist das hier so groß, ihr seht das vielleicht, dass ich Annika verloren habe. Die hat gesagt, sie geht schon mal runter. Ich saß noch ein bisschen am PC und keine Ahnung, wo die ist. Ich werde jetzt mal ein bisschen suchen gehen. Ansonsten, ach, die finde ich schon am Gate irgendwann wieder. Annika wiederfinden wird wohl schwerer als gedacht, denn da geht's ziemlich weit hin. Da geht's ziemlich weit hin. Tja, und da geht's auch ziemlich weit hin, aber da komme ich gerade her. Wenn ich sie nicht vorm Flug wiederfinde, wäre das ein bisschen blöd. Ich wollte auch noch ein Burger essen gehen. Tja, was der Burger essen mit Annika zu tun hat, habe ich vergessen zu sagen. Die hat das Geld. Oh Gott, und hier ist es schon soweit. Merry Xmas, Merry Xmas, Merry Xmas, Merry Xmas. Guck mal, noch so ein schöner Garten, wo man sich einfach mitten reinstellen kann. Hier überall richtig cool. Oh ja, das ist echt nice. So viel gelaufen heute. Da tut das mal richtig gut. Boah, war das geil. Ich hätte da jetzt auch noch locker eine halbe Stunde sitzen bleiben können, aber ich saß da jetzt schon eine Viertelstunde. Und ja, ich muss ja Annika suchen und andere Leute wollen natürlich auch noch dran. Deswegen kann ich ja nicht die ganze Zeit die Maschine blockieren. Auf geht's, weiter mit der Suche. Ach, guck mal da, wen ich gefunden habe. Ich hab sie überall gefunden. Ja, ich dich auch. Voll geschickt, die Rolltreppe hoch zum Burger King ist so dünn, dass die dicken Leute über die Treppe laufen müssen. Ist dann doch nochmal ein Subway geworden. Eigentlich wollten wir ja beim Mc's nur uns so einen 2-Dollar-Burger reinziehen, aber der Mc's hat natürlich genau heute Maintenance-Arbeiten, wie heißt es, Wartungsarbeiten an den Gerätschaften und hat deswegen von 11 Uhr bis 5 Uhr heute Nacht zu. Dann sind wir zu Burger King gegangen, weil wir dachten, hey, da kriegen wir bestimmt auch einen 2-Dollar-Burger. Weit gefehlt, da ist der billigste Burger irgendwie 5-6 Dollar gekostet und für den Preis konnten wir auch gut bei Subway essen. Da haben wir jetzt insgesamt, ich glaube, 5,80 Euro oder so für das Footlong bezahlt. Also absolut vertretbar. Viel mehr eigentlich, als ich essen wollte. Ich bin so voll. Sind eben sogar extra hier in Terminal 1 rübergefahren, weil wir ja von Terminal 2 abfliegen. Aber da haben nur der Mc's und hier ist halt noch Burger King, Subway und sowas alles. Und jetzt fahren wir zurück zu unserem Terminal und dann suchen wir uns da einen Platz mit einer Steckdose. Und dann werde ich schon mal versuchen, dieses Video hier zu schneiden und vielleicht sogar heute noch hochzuladen. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Ansonsten kommt es halt später. Aber wenn ihr das hier hört, dann ist es ja eh schon da. Also, wem erzähle ich das überhaupt? Tja, Leute, wird nichts mit heute noch schneiden. Sind nochmal versackt. Mal ein bisschen Füße massieren für den anstrengenden Flug gleich. Aber das haben wir uns auch verdient, nachdem wir so lange hier warten mussten. Oh, besser als Annika es hier könnte. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es einen Tag später kommt als eigentlich angedacht. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches und in Philippinen. Und in unserem Zielort ist das Internet so scheiße, dass wir das doch nicht hochgeladen bekommen. Aber lasst doch mal eine Bewertung da, um uns zu sagen, ob ihr das Video gut oder schlecht fandet. Und schaltet morgen wieder rein. Falls ihr das nicht getan habt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Dann verpasst auch keine Updates mehr. Tschüss.